Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute etwas mathematisch machen in FB. Und zwar arbeiten wir in der Mathematik hier viel mit Zahlen, gell? Und ja, ursprünglich hat man mit Zahlen begonnen, mit denen wir etwas gezählt haben, gell? Das waren so die natürlichen Zahlen, gell? Also ja, sehr wichtig, gell? Wer Schäfchen zählt, gell? Der braucht natürliche Zahlen, gell? Es ist sehr umstritten, ob die natürliche Zahl mit 1 beginnt, gell? Aber naja, also es gibt solche, die sagen, naja, natürliche Zahlen beginnen bei 1 und die 0 ist nicht dabei, gell? Aber es gibt halt auch die keine Schäfchen haben, gell? Und das sind dann 0 Schäfchen und das sind keine Schäfchen und das wird dann halt auch gerne aufgeschrieben, gell? Also pragmatischer ist es zu sagen, naja, die 0 gehört dazu zu den natürlichen, auch wenn das ja nicht ganz klar ist, gell? Ja, dann die ganzen Zahlen, gell? Die ganzen Zahlen, gell? Die sind ja die positiven natürlichen, gell? Und die sind dann auch die Zahlen, die ein negatives Vorzeichen haben, gell? Naja, wenn ich jedes Jahr 3 Schäfchen an Steuern abgeben muss, gell? Dann habe ich am Anfang des Jahres schon mal minus 3 Schäfchen, gell? Da muss ich 3 Schäfchen züchten, damit ich auf 0 komme, gell? Also, ja, das sind denn die negativen Schäfchen, gell? Und die negativen und die positiven Schäfchen zusammen sind halt die ganzen Schäfchen, gell? Also die ganzen Zahlen, nicht nur die ganzen Schäfchen, gell? Ja, jetzt gibt es nicht nur das, gell? Es gibt auch die rationalen oder die reellen Zahlen, gell? Also die rationalen Zahlen sind all jene, die wir als Bruch darstellen können, gell? Als Bruch aus Zähler und Nenner, die ganzzahlig sind, gell? Und die reellen Zahlen sind alle Zahlen, die wir auf der Zahlengeraden dann haben können, gell? Und ja, viele sind mit den rationalen zufrieden und es gibt ja auch viele rationale Zahlen, gell? Aber es gibt so Beweisführungen, die zeigen, dass es zwischen den rationalen Zahlen auch, ja, auch die reellen Zahlen noch gibt, gell? Und eben die rationalen Zahlen nicht die ganze Zahlengerade ausfüllt, gell? Und ja, das ist eine feine Sache, die reellen Zahlen. Das sind jetzt eben alle Zahlen, die wir auf der Zahlengerade darstellen können, gell? Und ja, jetzt sind wir aber immer noch nicht zufrieden, gell? Und da hat man die komplexen Zahlen dann eingeführt, gell? Also die komplexen Zahlen, ja, jemand führt sie rein über die Quadratwurzel aus negativen Zahlen, gell? Ja, im Sinne, dass die Wurzel aus einer negativen Zahl, die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl, dann eine sogenannte imaginäre Zahl ist, gell? Das mag sehr theoretisch klingen, gell? Und der Grund, warum man das macht, gell, auch so, ja, eher theoretisch und nicht so cool, gell? Aber das Interessante ist, dass gerade in der Elektrotechnik dann auch so ein Anwendungsgebiet für komplexe Zahlen ist, gell? Und alles, was mit den Strömen und Widerständen, gell? Und kapazitive Widerstände und induktive Widerstände, das kann man dann alles schön mit komplexen Zahlen dann darstellen, gell? Und damit dann auch berechenbar machen, gell? Ja, also komplexe Zahlen sind schon eine interessante Sache, gell? Ja, dann haben wir eine weitere Erweiterung gehabt, das sind die Vektoren. Wenn man also nicht eine Zahl hat, sondern wenn man mehrere Zahlen braucht, um etwas darzustellen, eine Größe darzustellen, gell, dann könnten wir da einen Vektor brauchen. Gell. Also ein Vektor können wir uns darstellen als Zeile, gell, kann aber auch eine Spalte sein. Gell. Und ja, also das sind entweder eine Zeile oder eine Spalte. Das hängt dann davon ab, wo wir den einsetzen, gell? Aber auf jeden Fall haben wir damit ja schon Geschwindigkeiten, gell? Positionen, Beschleunigungen dargestellt, gell? Also Dinge aus der Technik kann man damit recht gut beherrschen, gell? Ja, auf jeden Fall ist es aber immer noch nicht genug, gell? Also man ist hier eines weitergegangen, gell? Und ja, und hat dann die Matrizen eingeführt, gell? Also das sind dann ein Gebilde in einer tabellarischen Form, gell? Und diese Matrizen in tabellarischer Form, gell?
damit kann man jetzt eine, ja, eine N mal M Gebilde dann eben machen, gell? Und das ist dann nochmal eine weitere Erweiterung, das geht dann über die Vektoren hinaus, gell? Und ja, das ist dann nochmal etwas Lustiges, gell? Und wir können damit auch Dinge berechnen, gell? Und deshalb wollen wir uns das jetzt mal anschauen, wie das dann so ausschaut, was man da so machen kann, gell? Und dann wollen wir da auch etwas programmieren damit, gell? Auf jeden Fall, wir haben eine tabellarische Darstellung, gell? Und die hat eine bestimmte Anzahl von Zeilen, gell? Hier schreiben Sie M Zeilen, gell? Und von N Spalten, gell? Also, und das ist dann eine M mal N, gell? Also, wir merken uns, gell? Also, immer zuerst die Anzahl der Zeilen und dann die Anzahl der Spalten, gell? Und wenn wir dann und das Ganze betrachten, gell, dann haben wir auch bei den Elementen, gell, also die Elemente sind die Zahlen, die in der Matrix drinnen stehen, auch bei den Elementen haben wir eine bestimmte Anzahl von Zeilen und Spalten, also das heißt, die Indexe laufen genau über die Zeilen und über die Spalten und der erste Index ist der Spaltenindex, der zweite ist der der erste ist der Zeilenindex und der zweite ist dann der Spaltenindex, gell? So, und hier haben sie das schön gemacht und haben ein paar Dinge hier gezeichnet, gell? Also man spricht hier von einer Zeile in der Matrix oder von einer Spalte. Und hier sehen wir auch, dass das Ganze verwandt ist mit dem Vektor. Das heißt, eine Zeile oder eine Spalte können wir auch wie einen Vektor betrachten, gell? Und dann gibt es da besondere Dinge, gell? Es gibt also die Diagonale, gell? Das sind die Elemente, die eben von links oben nach rechts unten laufen und die von links unten nach rechts oben, das ist auch eine Diagonale, gell? Aber von links oben nach rechts unten, das ist die Hauptdiagonale und von links oben, na, von links unten nach rechts oben, das ist die Nebendiagonale, gell? Und ja, und die Indexe, gell, immer zuerst der Zeilenindex und dann der Spaltenindex, gell. Diese Anordnung von Zahlen, gell, wird in eine Klammer gesetzt, gell. Sehr häufig ist es so eine bisschen runde oder abgerundete Klammer, gell. Also hier haben sie es auch so eckig gezeichnet, gell. Also wenn man es nicht schafft, eine runde Klammer zu zeichnen, gell, dann kann man auch sowas Eckiges machen, gell. Ja, also hier sehen wir es, gell. Dann etwas anderes, genau, hier haben wir es. Die Matrizen, gell, werden mit Großbuchstaben bezeichnet, gell. Also die ist also Groß A, Groß B, Groß C, also das sind dann Matrizen. Die Elemente in den Matrizen hingegen mit Kleinbuchstaben, gell. Okay, Großbuchstabe, das ist die ganze Matrix und Kleinbuchstabe, gell, das ist ein Element, gell, der Matrix dann, gell, also eines von diesen da, gell. Ja, und es gibt dann eben Matrizen allgemein, gell, es gibt auch solche, die sind quadratische, gell, also gleich viele Zeilen wie Spalten und es gibt dann auch solche, die haben nur eine Zeile, gell, und es gibt solche, die haben nur eine Spalte, gell. Okay, ja, hier gehen wir dann verschiedene Dinge dann noch und dann kommen wir genau da, beginnt die Mathematik dazu, gell, also das erste, die Definition der Addition, gell, also das ist auch das erste, was wir dann machen werden, wahrscheinlich, also die Addition, na, das erste, was wir machen werden, wir werden einen Typ für die Matrix entwickeln müssen, gell, und wenn wir den Typ für die Matrix haben, dann können wir Funktionen entwickeln und diese Funktionen werden uns Matrixoperationen dann durchführen, gell, und ja, also die erste Matrixoperation, das ist die Summe, gell? Und die Summe der Matrizen ist genauso wie die Differenz, gell, zurückzuführen auf die Summe und die Differenz der einzelnen Komponenten. Wenn ich also A plus B mache, gell, dann werden die einzelnen Komponenten an der Stelle A, Zeile I, Spalte Y, B,
plus B Zeile I Spalte Y dann addiert, beziehungsweise wenn ich Subtraktion mache, subtrahiert, gell? Und das impliziert etwas, das impliziert, dass die Anzahl der Zeilen und der Spalten der zwei Matrizen gleich sein muss, gell? Also ich kann nicht Matrizen miteinander addieren oder subtrahieren, die nicht die gleiche Anzahl von Zeilen und Spalten jeweils haben, gell? Okay, ja, Beispiel, gell? Also wir haben hier eine 2-3-Matrix und ich gehe mit einer anderen 2-3-Matrix addieren, gell? Okay, also 2-3, aha, die sind eben additionskompatibel, gell? Die kann ich addieren, gell? Dann schaue ich hier, ich gehe Komponente, also Element für Element hier durch, gell? Und sehe 1 plus 0, 1 plus 0 macht 1, minus 3 plus 3 macht 0, 2 plus 5 macht 7, 1 plus 2 macht 3, 2 plus 1 macht 3, 7, plus minus 1, gell, also jetzt zum Schluss minus 1, 7 minus 1 macht 6, gell, und das ist das, was hier als Ergebnis herauskommt, gell, also 1 plus 0 ist 1, minus 3 plus 3 ist 0, 2 plus 5 ist 7, 1 plus 2 ist 3, 2 plus 1 ist 3, 7 plus das minus 1, gell, ist 7 minus 1 ist 6, gell, ja, schön. Das ist also die Addition, die wir machen wollen. Die Subtraktion funktioniert gleich. Gehen wir einfach die Addition durch die Subtraktion ersetzen. Gell? So, dann haben Sie hier das die Skalarmultiplikation von Matrizen. Gell? Wenn wir also eine Matrix mit einer reellen Zahl multiplizieren. Gell? Und dieses ja, Matrix mal Lambda, gell, oder Lambda mal Matrix, gell, wird gezeigt, dass das Element für Element angewandt wird, gell, so wie das auch bei den Vektoren war, gell, also Skalar mal Vektor wird Element für Element multipliziert. Und bei den Matrizen ist genauso, wenn man eine Matrix mal eine Skalar macht oder Skalar mal Matrix, dann wird jedes Element der Matrix mit diesem Skalar multipliziert, gell. Mhm. Hier 5 mal diese Matrix, was kommt raus? 5 mal Element für Element, gell? Und am Ende kommt dann halt ein Ergebnis heraus, gell? Ja, das ist das Produkt zwischen einer, einem Skalar, gell? Zum Beispiel ganze Zahl, gell? Mit einer Matrix. Mhm. Dann, das ist jetzt ein bisschen lustig, aber es ist beherrschbar. Das Produkt zwischen zwei Matrizen, nicht zwischen einem Skalar, also einer Zahl und einer Matrix. Das Produkt zwischen zwei Matrizen geht jetzt nicht mehr komponentenweise, gell, sondern hier geht man vor, dass man also eine Zeile der ersten mal einer Spalte der zweiten Matrix multipliziert. Gell. Und was macht man bei dieser Multiplikation? Man geht also das Element der Ergebnismatrix bestimmen, indem man über die Zeile der ersten Matrix und der Spalten der zweiten läuft, gell? Und hier auf dem Weg, gell, Zeile mal Spalte, Element für Element multipliziert, gell? Also das A von der ersten Matrix, gell, immer auf der i-ten Zeile, gell, mal B von der zweiten auf der j-ten Spalte. Man wählt sich also eine Zeile der ersten mal Spalte der zweiten aus, gell, und bekommt dann, wenn man da drüber läuft, gell, muss man also die Anzahl der Spalten der ersten Matrix, gell, und die Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix durchlaufen. Und die müssen jetzt gleich groß sein, gell, damit das überhaupt funktioniert. Gell. Mhm. Gell, wenn wir da mal schauen wollen, etwas, gell? Also diese Multiplikation, so, okay, da haben wir, geht nicht. Mhm. Schauen wir, ob wir das zum Gehen bringen. Jetzt schon. Okay. Also wir wollen hier multiplizieren, gell? Und ja. Okay, schön. Mhm. Also.
Also, wir haben gesagt, das einzelne Element ergibt sich, indem man bei einer Matrix über eine Zeile der ersten mal einer Spalte der zweiten Matrix multipliziert. Gell? Wir müssen also mit Matrizen arbeiten, gell? Die auf der ersten Matrix, gell, so viele Spalten haben, gell, wie sie bei der zweiten Zeilen dann haben. Gell. Also, wenn wir hier eine 2 mal 2 haben, gell, dann haben wir 2 Spalten. Und auf der zweiten Matrix, mit der wir multiplizieren, gell, so mal, gell, so, dann brauchen wir 2 Spalten. Gell. Mal können wir zum Beispiel so eine 2 mal 3 haben. Gell. Ja, probieren wir mal, machen wir da mal. Was mal schreiben wir hinein? 1, 0, ja, gar so schön wird es nicht. 1, 0, 2, minus 1, gell, mal was denn? Schreiben wir 1, 0, 2, 3, minus 1 und 0, gell. Was müssen wir machen, gell? Wir schauen uns nochmal an. Wir müssen also, um ein Element der Ergebnismatrix zu bekommen, gell, über eine Zeile der ersten mit einer Spalte der zweiten dann multiplizieren. Gell? Also, und das gibt dann das Ergebnis. Gell? Also, das Ergebnis wird sein, und das ist ganz interessant, das ist eine 2, 2, gell? Und hoppala, also eine 2 mal 2, gell? So, und das ist eine 2, 3, gell? Und wichtig ist also, dass die erste gleich viele Spalten hat wie die zweite Zeile. Das muss also gleich sein, gell? Und was kommt denn als Ergebnis heraus? Als Ergebnis, hoppala, das sieht man nicht, gell? Also, die Anzahl der Spalten, gell, der ersten muss gleich sein wie die Anzahl der Zeilen der zweiten. Und das Ergebnis wird so viele Zeilen haben wie die erste und so viele Spalten wie die zweite Matrix, gell? Ja, das wollen wir jetzt mal machen, gell? Und zwar müssen wir, ja, gehen wir zuerst mal da was markieren, gell? Gehen wir da mal so, nehmen wir das, gell? Also wir nehmen jetzt die erste Zeile, gell, mal der ersten Spalte. Und was machen wir? Hier gehen wir die Elemente, die wir antreffen über diese Summe, gell, die Elemente gehen wir immer multiplizieren, gell. Und zwar, wenn wir da schauen, hier ist 1 und hier ist 1, also 1 mal 1, gell, dann plus, das ist eine Summe, gell, plus 0 mal 0. Was ist denn 1 mal 1 plus 0 mal 0? Ergibt 1, gell? Okay. Und wo kommt denn das hin? Das kommt an die Position der Zeile der ersten mal Spalte der zweite. Das kommt also hier an die Position 1, 1, gell? Dann müssen wir weitermachen, gell? Also dann gehen wir, nehmen wir eine andere Farbe, so, nehmen wir rot, gell? Also erste Zeile, zweite Spalte, gell? Und das ist jetzt, was kommt denn da heraus? Es kommt ein 1 mal 2 plus 0 mal 3, also ein 2. Dann nehmen wir wieder eine neue Farbe. So, wir nehmen die erste Zeile mal die dritte Spalte, gell? Also 1 mal minus 1 ist minus 1 und 0 mal 0 ist 0, also minus 1. Ach so, das ist jetzt gelb. Nehmen wir so in den Farbtopf, genau. Also wir haben gesagt, minus 1 kommt heraus. Minus 1.
So, und jetzt wollen wir zweite Zeile mal erste Spalte, gell? Also, was nehmen wir? Nehmen wir blau, gell? Also, zweite Zeile mal erste Spalte, gell? Und, zweite Zeile mal erste Spalte. Ah, ich hätte die Farben da drüben auch beim Ergebnis nehmen können. Machen wir es bei der zweiten Zeile, genau. Also 2 mal 1 ist 2 plus minus 1 mal 0 ist 0, gell? Also kommt 2. Mhm. Dann, ab in den Farbtopf, was nehmen wir? Nehmen wir da dieses da, so. Grün-Gelb, also zweite Zeile, gell, mal zweite Spalte, gell, was kommt raus? 2 mal 2 ist 4, gell, minus 1 mal 3 ist minus 3, 4 minus 3 ist 1, gell, und was haben wir dann noch? Haben wir nochmal das letzte, gell? Also das letzte, nehmen wir dieses Pink da, so, weil zweite Zeile mal dritte Spalte und das ergibt dann eben die zweite Zeile, dritte Spalte im Ergebnis. Also 2 mal minus 1 ist minus 2, gell? Und das ist minus 1 mal 0, also haben wir minus 2. Gell? So, minus 2. Gell? So. Schwarz und fertig, gell? Das ist das Produkt, gell? Oder wenn wir hier schauen wollen, gell? Hier haben wir die Eigenschaften, gell? Und haben wir na kein Beispiel da, gell? Ja, das sind jetzt ein paar Operationen gewesen, gell? Addition, Subtraktion, Multiplikation, gell? Zwischen einem Skalar und einer Matrix und das Produkt zwischen zwei Matrizen, gell? Also das Ganze ist dann eine ganz nette Sache, wenn man das dann verwenden kann, gell? Aber dafür müssen wir es zuerst programmieren. Wir müssen also ein Modul entwickeln, das uns einen Typ gibt, gell? Und dann diese Rechenoperationen durchführen kann, gell? Und dieses Modul können wir dann später, wenn wir wollen, auch erweitern, gell? Aber damit können wir dann schon die ersten Sachen berechnen, gell? Ja, gute Arbeit dabei.